Wir würden zwei Gruppen machen, die das Thema bearbeiten. Offline, online ist relativ klar, dass es zwei Gruppen gibt mit unterschiedlichen Themen. Aber wir wollen nicht, dass diejenigen, die unbedingt online arbeiten wollen und die unbedingt offline arbeiten wollen, sowieso das machen, was sie immer machen. Ja, genau. Also wir haben uns überlegt, dass wir gerne eine Zufallsauswahl hätten, also sowohl wie die Gruppen sich zusammensetzen, als auch wer in welcher Gruppe ist. Weil ich habe Schulerfahrung. Ich bin mal irgendwann vor ganz vielen Jahren halt als Lehrerin ausgebildet worden. Und da kennt man so bestimmte Mechanismen und dann kommen immer die gleichen Ergebnisse dabei raus. Das wollten wir vermeiden. Deswegen habe ich hier aufgeschnitten zwei Postkarten mit unterschiedlichen Motiven. Die verteile ich jetzt einfach. Und die Personen, die das gleiche Motiv hinterher zu einer Karte zusammensetzen, gehören in eine Gruppe. Dazwischen fehlt noch was. Und so. Fehlen noch zwei. Ja, das sind nämlich noch zwei übrig geblieben. Ja, das kommt in die Mitte. Ah. Das ist nämlich einfach eine Fassade. Und deswegen kann man das nicht verstehen. Es geht jetzt darum, dass ihr sie in der Gruppe euch drei Vorteile für online lernen könnt. Drei Vorteile überlegt. Auf die Karten draufschreiben. Und zwar die, genau, möglichst lesbar, möglichst Halbsätze, keine ganzen Sätze. Nicht nur Stichpunkte, damit man sich ein bisschen mehr darunter vorstellen kann, also so ein Halbsatz wäre sehr gut. Und die drei Argumente, die ihr für die schlagfertigsten haltet, die ihr für die wichtigsten haltet, mit denen ihr die später ausnocken könnt. Und danach werden wir mit den Argumenten auch weiterarbeiten. Drei wesentliche Argumente. Hinterher? Ja. Acht Minuten müsst ihr euch darauf einigen. Dann fangen wir an, diese beiden jeweiligen Argumente gegeneinander zu stellen. Eine Gruppe fängt dann an und stellt ihr erstes Argument. Und dann gibt es schon von der anderen Seite die Möglichkeit, bei den entsprechenden Pro-Argumenten, was sie gesammelt haben, dagegen zu stellen. Wir kommen hier in den zweiten Teil. Das machen wir dann für diese drei Minuten, also jede Gruppe hat hier also jedes Argument dran, die Zeit zu erläutern, was es denn ist, und die andere kann dagegen halten. Lernen mit allen Sinnen, das ist nicht mit dem Film, Rennen und dem Laufen auch noch dazu, also noch mehr Sinne, ich muss das. Ich brauche irgendwie die Diskussion, wenn ich was lerne. Ich brauche jemanden, mit dem ich mich treiben kann. Sag ich so, und der sagt, dann ist es aber ganz anders und dann lerne ich was dann. Alle Bereiche des Lebens, bei denen es um Beziehungen geht, können nur gelernt werden im direkten Face-to-Face-Kontakt. Einfach mal so als These. Schneller die Informationen aus der Forschung, aus der Wissenschaft, die ja für die Schüler heute auch relevant und interessant sind, in den schulischen Kontext bringen oder in den unterrichtsmäßigen Kontext bringen. Wie auch immer man das nennt, soll ich das mal Unterricht auch reinbringen. Jetzt gerade war nochmal die Frage von Qualität und der Stichpunkt fand ich gut, muss sagen, die Qualität liegt bei online, vor allem in der Aktualität. Ist ausreichend drin. Das ist auch ein absolutes Qualitätsargument aus meiner Sicht, weil wir schneller einen Rückmeldung auch zu verschiedenen Dingen bekommen können. Ich halte es für verbindlicher. Also man trifft sich regelmäßig zu einer bestimmten Zeit, alle zusammen sind da. Beim Online-Lernen ist es ja eher so, dass man, ich sag mal, zeitunabhängiger lernt. Was ein Vorteil sein kann, was aber auch ein Nachteil ist, wenn man, ich sag mal, die Disziplin nicht hat, sich dort zu halten. Der nächste Punkt wird jetzt sein, dass jede Gruppe jeweils ein Argument vorne an die Tafel pinnt. Vorwärts mit dem Argument, was der eine angepinnt hat, der hier die andere Gruppe guckt. Welches Argument könnte da als Gegenargument, als euer Pro-Argument oder als euer Pro-Argument gut dagegen halten? Und erläutert es dann beim Anpinnen. Was wichtig ist noch für uns jetzt, bei dem Anpinnen und Erläutern, wir werden danach nochmal eine andere Phase haben, wo die Gruppe, also immer jeweils die Gegnergruppe, dokumentieren soll, was die andere Gruppe gesagt hat. Und das online machen soll. Das heißt, wir gucken am Ende, was ist denn bei den anderen angekommen eigentlich von den Argumenten. Also, selbstverständlich pro Online-Lernen, und zwar mit dem Argument der Aktualität. Viele Wissensbausteine und so weiter sind schlichtweg so neu, oder Themen und Fragestellungen sind so neu, dass kein Buch und keine Zeitschrift es schon hinreichend bearbeitet hat.
Und da hilft tatsächlich auch ein Lernen im Netz, Lernen mit den digitalen Medien im Internet, das als Ort informeller Bildung und informellen Lernens auch zu nutzen. Und deshalb das Argument Aktualität für Online-Lernen. Ja, das Wissen ist nicht einzuordnen in Zukunft. Und um das schnell und gut zu tun, ist halt Selbstsicherheit auch eine ganz wichtige Sache. Und Selbstsicherheit wird im Offline-Lernen durch Wärme, durch Empathie, durch menschliche Nähe weitergegeben. Das ist das, was schon von Kind an quasi den Skill vermittelt, dass man halt auch selbstbewusst und schnell und aktiv Wissen einordnen kann. Ja, wir sind natürlich, wie alle im Raum sicherlich, ganz klar der Überzeugung, dass wir Offline-Lernen dann doch immer mit einer beschränkten Anzahl von Personen, die gerade in räumlicher Nähe, im gleichen Raum, im gleichen Lerngebiet sich befinden, natürlich nur erfolgen kann. Demgegenüber kann natürlich beim Online, heißt das, glaube ich, das andere, Lernen, eine Interaktion mit unglaublich vielen, also sozusagen fast multikulturell. Ich kann mit Brasilianern, Afrikanern und Eskimos zusammen an einem Thema arbeiten und werde dann diese kleine, beschränkte kulturelle Szene, die mich ansonsten immer umgibt. Eskimos, Afrikaner und Brasilianer, alles schön und gut, dass sie miteinander sozusagen vernetzt online lernen können. Da sagen wir, aber man kann nur miteinander online lernen, wenn man offline soziale Kompetenzen erworben hat und gleichzeitig auch gelernt hat, Beziehungen einzugehen mit Menschen. Weil, damit glaube ich, habe ich das eigentlich schon vollkommen entkräftet, weil wir der Meinung sind, dass also menschliche Nähe, also sagen wir so Mutter-Kind-Beziehung zum Beispiel, damit fängt das an, Mutter-Kind und soziale Kompetenzen, also ich möchte gerne mal jemanden sehen, der es schafft, soziale Kompetenzen in aller Breite online zu vermitteln. Dafür ist die Offline-Welt dann doch einfach besser geeignet. Ist ja schön und gut, soziale Kompetenzen zu vermitteln, aber das geht auch darum, einen Rahmen zu schaffen, Rahmenbedingungen, die soziales Lernen ermöglichen. Und da haben wir online einfach viel mehr Möglichkeiten, uns an der Lebenswirklichkeit der Jugendlichen zu orientieren. Beim Medium, bei der Zeit und bei der Wahl des Ortes des gemeinsamen Lernens. Wir wissen ja aus der Hirnforschung, wie wichtig es ist, dass das Gelernte auch behalten wird. Lernen mit allen Sinnen bedeutet, ich kann es mit meinem Körper erfahren, ich kann es riechen, ich kann es schmecken, ich muss es ja in mich verinnerlichen und deswegen setzen wir gegen alles Online-Lernen immer wieder das Offline-Lernen mit allen Sinnen, mit Bewegung verbunden, mit Riechen, Schmecken und Genießen und das prägt sich ins Gehirn ein. Zwar wäre das Dokumentieren, das, was ihr jetzt von der anderen Gruppe gehört habt. Wir haben hier zwei Notebooks vorbereitet. Wir haben Dokumentieren Google Doc oder bewerten? Nee, dokumentieren. Dokumentieren. Und zwar machen wir jetzt den Wechsel von, wir machen jetzt den Wechsel von Offline zu Online. Die Verarbeitung würde dadurch statt, dass ihr jetzt nochmal einmal die Positionen tauschen müsst. Qualität, Lernen an anderen Orten. Die Übergangsangebote immer überall. Ja, interkulturell. Ich würde gerne, auch wenn ihr jetzt noch thematisch drin seid und das zeitlich natürlich nicht so passt an manchen Stellen, würde ich gerne jetzt den Sack zumachen. Was wir hier, also die Idee dahinter war, zu überlegen, okay, was passiert denn mit den Inhalten? Wenn ihr Sachen bearbeitet habt, wenn ihr sie nochmal, wenn jemand anders sie nochmal dokumentiert, nochmal darüber diskutiert, was die anderen gesagt haben und sie dann vielleicht transformiert, anders, aus einer anderen Perspektive betrachtet, ist das vielleicht der Aspekt, der wichtig ist fürs Lernen. Und dann aber die Frage, wie wichtig ist dann dabei wieder online, offline, wie kann ich das nutzen, wie kann ich von offline nach online transformieren, wie kann ich von online nach offline transformieren und so weiter. Methodisch fand ich es persönlich, ganz offen gesagt, ist nicht so toll, weil es ist ein schönes Spiel, es macht Spaß irgendwo, man merkt, war eine relativ gute Stimmung, aber solche Diskussion kam ich nicht wirklich in Gang. Es war eher so ein Gegeneinander, spielen wir die Argumente aus und ohne, dass man wirklich miteinander redet und darüber nachdenkt, was hängt dahinter, fand ich so ein bisschen. Also ich finde den Grundansatz sehr gut, weil er die Möglichkeit gibt, dass alle sich äußern, erstens. Man braucht mehr Zeit, als wir sie hatten dazu. Das war ein Problem, glaube ich, hier bei uns. Schnell, schnell, schnell. Das ist immer hässlich, wenn man was lernen will. Auf jeden Fall, es hätte für mich wäre ein wichtiger weiterer Schritt danach nochmal die Fragestellung, können wir irgendwo Anteile bei den anderen sehen, die wir mit
Also dass wir sozusagen, an welcher Stelle, an welchem Ort ist der Teil gut und der andere Teil gut. Die Synthese. Genau, die Synthese. Ich kann mir das auch vorstellen, dass man am Ende zusammen nochmal auf Leitsätze kommt, wie im Sinne, wenn es um Wissensvermittlung geht, um quantitative und vervielfältige Zugänglichkeit, dann sind da Vorteile, wenn es um qualitative Aspekte wie alles, was man mit den sozialen Situationen, Lernsituationen zu tun hat, natürlich kann es nicht ersetzen. Insofern würde man wahrscheinlich so einen Merger so finden, wo die eine oder andere für bestimmte Zielsetzung ja eigentlich da wäre oder wegen. Also könnte ich mir vorstellen. Cool. Ich würde mir bei der Methode noch wünschen, wäre quasi noch ein oder zwei weitere Loopings, um zu gucken, was haben wir eigentlich gemeint, über das hinaus, was angekommen ist oder so. Genau, also wenn man da zwei, drei Runden hätte, wäre das passend. Aber ich finde trotzdem, innerhalb dieser ganz kurzen Zeit ist trotzdem rausgekommen, worum es geht, nämlich dass in Schulen, wenn man jetzt die Lehrsituation zum Beispiel betrachtet, dass es ein Shift gibt von der Wissensvermittlung 1 zu N zu einer Kompetenzvermittlung, die Voraussetzung dafür ist, sich Wissen dann effizient zu erschließen. Und ich glaube, das hat auch in diesem kleinen Rahmen ist ganz deutlich rausgekommen. Weil ich aber so sagen möchte, das ist gar keine Frage von online oder offline, sondern das ist grundsätzlich eine Frage, wie ändert sich Schule vielleicht endlich mal. Ganz genau.